Hallo Leute, willkommen bei Dare Skies und weiterem Unreal Engine 4 Tutorial. Heute seht ihr im Hintergrund mal Battle of Decay, das ist mein eigenes Spiel, was gerade in der Alpha ist. Und deswegen nicht wundern, dass es hier noch so ein bisschen unfertig aussieht. Auf jeden Fall geht es heute darum, wie wir LODs bei Static Meshes optimieren können und das Ganze, ich sag mal, in der Engine selber auto-generieren können. Ja, also wie erstellen wir LODs? Ganz kurz abgekürzt. Erstmal kümmern wir uns, was LODs sind. Also es gibt viele Methoden, wie man ein Level optimieren kann. Ob das jetzt Open World ist, sei mal dahingestellt, ist eigentlich völlig egal. Es geht im Prinzip darum, ihr habt ein 3D-Modell wie hier diese Leitplanken. Und wenn ich jetzt weiter weggehe, dann soll diese Leitplanke immer schlechter aussehen. Aber so, dass ich das möglichst gar nicht merke, das hat zur Folge, dass im Prinzip meine Triangles von diesem Objekt hier oder meine Vertex reduziert werden. Das bedeutet, es zieht nicht so viel Performance. Das bedeutet, wir suchen jetzt erstmal hier diese wunderbare Leitplanke im Content Browser raus. Das, so sieht das Ganze bei mir aus. Und dieses 3D-Objekt seht ihr jetzt auf 100%iger Qualität. Es ist nichts Spektakuläres und es hat jetzt gerade, das steht hier oben links übrigens, 202 Triangles und 350 Vertex. Hier oben steht ja auch dann LOD 0.0, das zeigt euch immer die Informationen an, ob ihr in welchem LOD ihr gerade drin seid, eure Screensides, die brauchen wir gleich noch, eure Triangles und eure Vertex. Wir arbeiten dann auch noch mit der rechten Seite mit dem Details Panel hier, weil hier wird es ganz interessant. Dafür brauchen wir den LOD Picker, LOD 0 und LOD Settings erstmal. Hier oben links wiederum steht jetzt LOD Auto. Wenn ihr hier draufklickt, dann könnt ihr auswählen LOD Auto oder LOD 0. LOD 0 ist im Prinzip nur mein 3D-Objekt, also im Prinzip mein LOD, was schon standardmäßig drauf ist. LOD 0 bedeutet nichts anderes, außer dass das Objekt in 100%iger Qualität, also im Originalzustand, angezeigt wird. Wenn bei euch hier nur LOD Auto und nur LOD 0 steht, dann habt ihr noch keine Optimierung auf eurem Objekt. Wenn hier aber steht LOD 1, LOD 2 oder sowas, oder ich sag mal mehr als LOD 0, dann ist euer Objekt schon zu einer höheren Wahrscheinlichkeit optimiert, aber wir können das natürlich noch nachoptimieren in der Engine selber und LODs auto-generieren. So, okay. Was machen wir dafür? Wir gehen erstmal hier und gucken unser Objekt jetzt an. Es ist im Prinzip wunderschön, also ist nicht wunderschön, aber es sieht eben auf 100%iger Qualität perfekt sozusagen aus. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite und haben unseren LOD-Picker. Hier steht LOD Auto, das ist genauso wie das hier oben, da kann man das auch auswählen oben links. Das ist ja genau hier auf der rechten Seite das auch. Und jetzt klicken wir hier auf Custom und machen hier einen Haken. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt gehen wir unter LOD Settings. Was jetzt wichtig ist, bei euch ist hier ein Haken, okay? Bei euch steht hier ein Haken Auto Compute LOD Distance. Den klicken wir weg, das ist ganz, ganz wichtig. Hier oben steht jetzt Number of LODs. Ich will jetzt zwei weitere LODs hinzufügen und deswegen gebe ich die Zahl 3 hier ein. LOD 0 ist unser erstes, LOD 1 ist unser zweites und LOD 2 ist unser drittes. So, wenn wir das gemacht haben, wie gesagt, steht hier LOD 3 und jetzt tun wir, oder eher gesagt, Number of LOD steht hier 3 und jetzt können wir auf Apply Changes klicken. Sonst könnt ihr hier theoretischerweise unter LOD Group noch auswählen, was für eine Kategorie euer Objekt entspricht. Ist aber für uns erstmal völlig egal. Okay, jetzt habe ich hier im Prinzip auto-generiert auf einmal LOD 1 und LOD 2 hinzugefügt. Hier steht jetzt auch in Klammern Generated dahinter. Das bedeutet, dass die Engine das selber generiert hat. Lange Rede, kurzer Sinn, wir öffnen jetzt erstmal LOD 1. Ihr dürft nicht LOD 0 bearbeiten, weil LOD 0 ist unser Basismodell. Sprich, das ist das Modell, wenn ich jetzt hier stehe, das in 100%iger Qualität angezeigt wird. LOD 1 soll im Prinzip auftreten, das soll unser 3D-Modell von der Performance her verbessern, also sprich, ein bisschen krüppeliger gestalten, sprich die Triangles verringern, wenn ich in so einer Distanz bin. Das heißt, wenn ich in dieser Distanz hier bin, soll dieses Objekt ein bisschen ressourcensparender aussehen. Das bedeutet nichts anderes, außer dass wir jetzt hier auf die Triangles oben links gucken und auf unsere Current Screensides. Und unsere Triangles haben sich natürlich nicht verändert. Aber hier bei Current Screensides steht jetzt 0,125428. Und das gebe ich jetzt hier ein. Ich gebe unter Screensides also ein, also Section, das Sections-Menü ist hier komplett unnötig. Wir tun nur unter Screensides hier gerade was eintragen. 0,1255. Ich gebe einmal 55 ein, ich runde das jetzt, ja? Das bedeutet, unsere Screensize steht jetzt hier auch oben rechts unter dem Details Panel bei LOD 1. Screensize hat 0,125. Ihr seht hier oben zwischen LOD 0, LOD 1 und LOD 2 gibt es keine Unterschiede. Die haben alle bei Triangles Doppelpunkt 202 und bei Vertex Doppelpunkt 350 stehen. Ist aber erstmal egal und das tun wir jetzt ändern. Wir klicken also hier auf dieses Menü, Reduction Settings, und jetzt steht hier ganz oben, und das ist das Einzige, worum wir jetzt uns erstmal kümmern müssen, und hier unten über das, aber das ist auch erstmal egal, Percent Triangles. Und Percent Triangles bedeutet, ich habe ein 3D-Objekt und LOD 0 ist dieses 3D-Objekt, und bei LOD 0 werden mir ja 100% Triangles angezeigt. Das wären hier 202 Triangles, das ist 100%ige Qualität. Wenn ich jetzt hier eintippe, ich will nur noch 50% der Qualität haben. Ah, ich bin zu blöd zum Schreiben, so. Wenn ich jetzt einstelle, ich will nur 50% Triangles haben, dann wird von diesem Objekt alle Triangles abgezogen, bis nur 50% der ursprünglichen Qualität übrig sind.
Hier unten, also das ganze Menü ist eigentlich völlig jetzt egal, außer Silhouette, Textures und Shading, da stelle ich jetzt auf Low. Das bedeutet, wenn ich auf dieser Distanz bin, wie ihr hier gerade auf der linken Seite seht, in dem Preview-Fenster, dann soll die ganze Shading-Qualität alles auf Low gestellt werden, weil es ist egal, ich bin ja nicht direkt vor diesem Objekt, ne? Das bedeutet, ich klicke jetzt auf Apply Changes hier unten und ihr seht jetzt hier oben rechts, dass die schöne Qualität, also sprich LOD1, auf 101 Triangles, also 50% vermindert wurde. Auf LOD 0, also wenn ich hier O vorne bin, ist die Qualität auf 202 Triangles. Wenn ich jetzt hier hingehe, das können wir jetzt auch oben links im Prinzip gleich sehen, dann steht hier bei Triangles 101. Bevor das aber alles funktioniert, müssen wir noch LOD 2 einstellen. Wir öffnen also das Menü, machen hier genau dasselbe. Jetzt will ich LOD 2 einstellen, wenn ich auf hier dieser Distanz bin, sprich wenn ich mein 3D-Modell kaum noch sehe. Das ist jetzt bei mir hier oben links 0,021. Das heißt, ich gebe hier ein 0,31. So, wir klicken wieder auf Reduction Settings und jetzt will ich mein 3D-Objekt auf 20% reduzieren. Jetzt steht bei euch hier 19,99 irgendwas Prozent, das ist egal. Und jetzt sage ich bei Silhouette off, bei Textures off und bei Shading off, weil auf die Distanz spielt es keine Rolle mehr, wie das hier wirklich aussieht. Das muss es keine Textur wirklich haben, es muss keinen Shading-Effekt haben, es muss nichts haben. So, wir klicken jetzt hier oben links auf Speichern und jetzt sehen wir, dass unsere... ich muss auf Apply Changes noch klicken. Jetzt sagen wir Speichern und jetzt sehen wir hier Folgendes, wenn ich das hier mal zuklappe. LOD 0 hat 202 Triangles. LOD 1 hat 101 und LOD 2 hat 39 Triangles. Das ist schon mal eine enorme gute Minderung. Und hier sehen wir nochmal die Screen Size. Und wenn ich nämlich jetzt hier hingehe, ganz nah an das Objekt dran, und wir jetzt oben links hier hingucken, steht jetzt hier LOD 0 und Triangles Doppelpunkt 202. Oben links diese Info. Wenn ich jetzt weiter weggehe, steht auf einmal LOD 1 und 101 Triangles nur noch. Wenn ich jetzt noch weiter weggehe, steht jetzt hier LOD 2 und 39 Triangles. Also das bedeutet, es minimiert sich. Und damit wir auch den Unterschied sehen, weil in-game werdet ihr ihn kaum sehen auf die Distanz, klicken wir jetzt mal hier LOD 0 an. Das ist unser wunderbares Originalobjekt. So sieht das Original aus. So, wenn ich jetzt ganz weit weggehe, dann wird sich LOD 1 aktivieren. Das sieht so aus. Wir sehen schon hier diese wunderbaren eckigen Stellen. Die sind jetzt einfach nur so Quadrate und zusammengesmoothed. Wenn ich jetzt auf LOD 2 hingehe, dann sieht es noch hässlich aus. Ich habe kaum noch hier eine Stange, es ist wirklich alles zusammengesmoothed und also es sieht echt schrecklich aus. Das Schöne ist, das sieht der Spieler nachher im Spiel überhaupt nicht, weil wenn ich jetzt mal hier auf Speichern klicke und hier weggehe, seht ihr den Unterschied? Könntet ihr von hier erkennen, ich halte jetzt mal still, könntet ihr von hier noch irgendwas von dieser Leitplanke erkennen? Ich nicht. Ich habe jetzt hier hinten mal die wunderbare Leitplanke irgendwo hingestellt, hier. Ich habe die auch mal ein bisschen vergrößert, damit man es besser sieht. Und wenn ich jetzt weiter weggehe, dann seht ihr immer noch keinen Unterschied, weil das visuell einfach überhaupt nicht auffällig ist. Das heißt, ich bin hier und so sah die Leitplanke jetzt aus. Dieser kleine graue Punkt hier hinten ist die Leitplanke. Seht ihr irgendwas? Ich nicht. Und deswegen ist diese LOD-Geschichte so genial, Leute. Damit würde ich einfach immer sagen, tut eure 3D-Modelle immer optimieren. Es ist echt performance-sparend. Und damit verabschiede ich mich für heute. Es kommen natürlich noch weitere Optimierungsmethoden wie High Distance Volumen, Stream Level, Level Streaming und sowas. So rum. Und damit würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und auch gerne ein Abo. Und tut auch immer gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf den aktuellsten Stand bleibt von jedem wunderbaren Unreal Engine 4 Tutorial oder Battle of Decay Video. Und damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Bei Fragen, Informationen, Problemen oder was weiß ich, Vorschlägen, einfach gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Und damit wünsche ich euch noch ein angenehmes Wochenende. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.